Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer aufregenden, fantastischen Zukunft. Und schon heute holen sich, vor allem junge Menschen, diese Zukunft begeistert in ihre Wohnung. Der Schlüssel zu jener Welt von morgen steckt in diesen Geräten. Computer, die inzwischen so billig geworden sind, dass sie sich jeder leisten kann. Kaum einer macht sich noch Gedanken darüber, welche immense Leistungen der menschliche Geist vollbringen musste, bis diese Wunderwerke geschaffen waren. Computer begleiten uns auf Schritt und Tritt, ohne dass wir uns noch etwas dabei denken. Sie begegnen uns in der Luft, auf der Schiene, auf der Straße. Ohne Computer gäbe es keine Raumfahrt, keine weltweite Kommunikation, keine moderne Technik. Für die gleiche Leistung, die heute so ein kleines Gerät vollbringt, waren früher ganze Säle mit Dutzenden von Schränken erforderlich. Colossus 1 und der legendäre amerikanische ENIAC-Computer sind die Zeugen einer Geschichte, die erst vor 40 Jahren begann. Von Elektronik sprach damals noch niemand. Röhren und Relais waren die Bauelemente dieser ersten Computer. Auch im Deutschen Museum in München steht ein EDV-Veteran. Der Z3 von Konrad Zuse mit mehr als 2600 Relais. Der billigste Taschenrechner leistet heute mehr als dieses Monstrum, das wie ein Traktor vor sich hin tuckert. Die Revolution in der Computergeschichte kam mit dem Transistor. Da er wesentlich weniger Energie verbrauchte, schneller arbeitete, zuverlässiger und enorm billiger war, machte er die Elektronenröhren zu aussterbenden Technik-Dinosauriern. Ein gewaltiger Schritt zur Verkleinerung der Geräte war getan. Die Zusammenfassung mehrerer Transistoren auf einem Siliziumplättchen führte zum Chip. Heute sind Millionen von Transistoren mit Tausenden von Funktionen auf einem einzigen dieser Winzlinge versammelt. Technische Wunderwerke, die mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbar sind. Die Geburtsstunde der kleinen, billigen Computer für den persönlichen Gebrauch hatte geschlagen. Doch auch heute ist noch ein langer Weg mit vielen Stationen und unvorstellbarer Präzision zurückzulegen, damit Computerleistung wirklich preiswert ist. So kann zum Beispiel Commodore, der führende Mikrocomputerhersteller der Welt, seine Computer nur deshalb so günstig anbieten, weil die eigene Chip-Technologie verwendet wird. Das bedeutet, zuerst wird das Computerdesign entwickelt und dann dazu passend die geeigneten Chips. Commodore ist damit weitgehend unabhängig vom Weltmarktgeschehen und maßgeschneiderte Chips mit höchster Integrationsdichte führen eben zu preiswerten Geräten. Unternehmen wir doch einmal eine Reise in die fantastische Welt der Mikroelektronik. Begleiten wir den aufregenden Werdegang eines Computers, der, wie wir, ein Produkt unseres Kosmos ist. Auch er ist letztlich aus Erde gemacht. Doch seine Schöpfung ist ein Triumph menschlichen Geistes, die Arbeit unzähliger Schöpfer auf der ganzen Welt. Bis das Computerherz zum ersten Mal schlägt, hat es eine weite Reise zurückgelegt. Reisen wir mit. Alles Leben entstand im Meer. Aus dem Meer zog es ans Land und bevölkerte es. Der Mensch ist die vorläufig letzte Stufe in dieser langen Entwicklungsgeschichte. Dort, wo sich Kontinente und Weltmeere begegnen, liegt auch das Ursprungsmaterial für den Computer, Silizium. Denn Sand ist nichts anderes als Siliziumoxid, Ausgangsmaterial für die elektronischen Bauelemente. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdrinde. Man findet es in Sandstein, Quarz und Bergkristall. Den Baustoff für die Elektronik gibt es also im Überfluss. Aus solchen Gesteinsbrocken gewinnt man das Rohsilizium. Silbrig glänzende Kristallformationen, die fast schon zu 100% rein sind. Und auf diese Reinheit des Materials kommt es an. Als Computerbaustoff ist Silizium nämlich nur dann tauglich, wenn absolut keine Verunreinigung mehr darin enthalten ist. Auf 10 Milliarden Atome darf höchstens ein Fremdatom kommen. Dazu ein Vergleich. Ein Maßband von der Länge des Erdumfangs dürfte nur um Millimeter vom tatsächlichen Umfang abweichen. Doch zurück zum Silizium. Aus den Kristallbrocken
werden in komplizierten Verfahren Siliziumstäbe gezogen, von denen man kreisrunde und hauchdünne Scheiben absägt. Später bringt man auf diesen Siliziumscheiben die elektronischen Schaltkreise auf. Ein faszinierender Vorgang, auf den wir später zurückkommen werden. Zuvor sind nämlich noch andere Fragen zu beantworten. Was sollen diese Schaltkreise können? Wozu sollen sie eingesetzt werden? Wie sollen sie konstruiert sein? Die Antworten hängen von vielen Faktoren ab. Von Weltmarktüberlegungen, von der verfügbaren Technik, den Anforderungen der Kunden und vor allem von den Ideen der Commodore-Ingenieure. Bei der Realisierung helfen die Computer sich gewissermaßen selbst. Denn die Konstruktion von Bauelementen mit Tausenden von Schaltkreisen auf einer Fläche von nur wenigen Quadratmillimetern ist mit Papier, Lineal und Bleistift nicht mehr möglich. Bei einem Mikroelektronik-Schaltkreis, der auch Chip genannt wird und zum Beispiel 64.000 Zellen mit vielen Einzeltransistoren enthält, ist es völlig unmöglich, Zelle für Zelle einzeln zu zeichnen. Diese Arbeit übernimmt ein Konstruktionscomputer. Das bedeutet, die Zelle muss nur ein einziges Mal gezeichnet und dann in den Computer eingegeben werden. Mit einem elektronischen, auf einem Tablett bewegten Griffel fügt der Schaltungslayouter, wie hier im Commodore-Werk Westchester in der Nähe von Philadelphia, durch einfaches Antippen auf dem Zeichenbrett Zelle für Zelle zusammen. Dabei lässt sich jeder Schritt auf dem Bildschirm verfolgen. Computer-Aided Design heißt diese Konstruktionsmethode. Auf Deutsch, Computer helfen dem Menschen, sich in diesem Irrgarten von Leitungen, Transistoren und anderen Bauelementen zurechtzufinden. Es kommt hinzu, dass diese Chip-Baupläne auf mikroskopisch kleines Format reduziert werden müssen. Welcher Stift aber könnte Strukturen, die mehr als 10-mal feiner sind als ein menschliches Haar, auf die Siliziumscheiben übertragen? Nur der Computer kann das. Damit alle Einzelheiten der Chippläne erkennbar sind, werden sie zunächst mit einem computergesteuerten Zeichengerät, dem Plotter, zu Papier gebracht. Welch ein Wunder, dass diese Riesenpläne mit ihren 100.000 Einzelheiten später auf einem nur wenige Quadratmillimeter großen Chip wiederkehren. Diese bunten Konstruktionszeichnungen auf dem Bildschirm werden zunächst in Computersprache übersetzt und dann auf Magnetband gespeichert, so wie Musik auf einem Kassettenrekorder. Im Chip-Herstellungswerk sorgt ein anderer Computer dafür, dass eine winzig kleine Herstellungsmaske für die Chips entsteht. Dazu spielte das Magnetband mit den digitalisierten Chip-Bauplänen wieder ab. MOS Technology, so heißt die Fabrik von Commodore in Norristown, eine halbe Autostunde von Philadelphia entfernt. Kein Mensch sieht dieser Fabrik in einer saftig grünen Erholungsgegend an, welch fantastische Gebilde in ihrem Inneren entstehen. Chips, die elektronischen Bauelemente, ja in gewisser Weise die Organe der Computer. Zu Millionen werden sie später in die Geräte verpflanzt. So friedlich das alles aussieht, ist es ein scharf bewachter Sicherheitsbereich. Denn was im Inneren dieser Fabrik geschieht, ist streng geheim. Sicherheitsbeamte kontrollieren das Gebäude von außen und von innen. Niemand kommt herein, niemand hinaus, der nicht dazu befugt ist. Nur wir als Gäste dürfen einen Blick in diese heiligen Hallen werfen. Das ist also die Alchemistenküche der Chipbauer, aus der auch der legendäre Mikroprozessor 6502 stammt, der zu einem der meistverwendeten Computerprozessoren der Welt wurde. In drei Schichten rund um die Uhr wird fieberhaft gearbeitet. Nicht eine Sekunde stehen die Apparate still. Die unterschiedlichsten Chips erblicken hier das Licht der Elektronikwelt. Unser Magnetband ist inzwischen in der Fabrik gelandet. Das Herz dieser Fabrik ist hermetisch abgeriegelt. Im Inneren herrschen Bedingungen wie in einem Raumschiff, das als Operationssaal dient. Kein Stäubchen darf herumfliegen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen ständig konstant bleiben. Eine Elektronik-Raumfahrerin passiert die Schleuse und steigt in Schutzanzug, Überschuhe und Häubchen. Sollte sich dennoch ein Stäubchen durchgemogelt haben, die Air Condition saugt es auf.
Clean Room. Das bedeutet Sauberkeit und Reinheit in einem Ausmaß, das noch die Hygiene in unseren Krankenhäusern übertrifft. Der Grund liegt in den mikroskopischen Strukturen der Chips. Ein Stäubchen, das während der Herstellung auf die elektronischen Schaltkreise gerät, würde dort verheerende Auswirkungen haben. Vergleichbar einem Riesenmeteorit, der alle filigranen Strukturen zerstört. Wie aber kommen nun die Baupläne vom Magnetband auf die Siliziumscheibe? Nun genauso wie eine Fotografie aufs Papier. Die Fotodunkelkammer ist in fahlgelbes Licht getaucht, damit nichts passiert. Hier entsteht eine jener Fotomasken, mit denen die Siliziumscheibe vor der chemischen Behandlung belichtet wird. Da die Herstellung eines Chips in mehreren Schritten erfolgt, sind für jeden Schritt eigene Fotomasken erforderlich. Auch das erledigt wieder ein Computer. Er liest die Baupläne vom Magnetband und erstellt eine Fotografie, die etwa 10-mal größer ist als die Fläche des Chips. Diese Fotografie, gewissermaßen das Passbild des Chips, wird auch Reticle genannt. Unter dem Mikroskop zeigt sich, ob alle Werte stimmen, denn Fehler wären katastrophal. Doch nun geht die Fahrt in den Mikrokosmos erst richtig los. Vom Reticle werden 10-fach verkleinerte Kopien gefertigt. Das erledigt diese computergesteuerte Präzisionsmaschine. Im bläulichen UV-Licht entsteht so die Fotomaske für die Herstellung vieler Chips auf einer einzigen Siliziumscheibe. Auch jetzt wird wieder geprüft. Sonden bohren ihr rotes und grünes Licht in die Vorlage. Auf dem Radarschirm lässt sich das winzige Geschehen beobachten. Computertestprogramme vergleichen Original und Kopie. Diese Prüferin braucht Fingerspitzengefühl. Es ist, als ob sie mit dem Hubschrauber eine Stadt abflöge, um eingestürzte Häuser und Gebäudeschäden ausfindig zu machen. Alles in Ordnung? Die Fabrikation kann beginnen. Was dabei geschieht, zeigt die Grafik. Die Siliziumscheibe, auch Wafer genannt, wird mit einer Oxidschicht überzogen. Über diese Schicht kommt lichtempfindlicher Lack. Diese Fotoschicht wird durch eine Maske mit den Strukturen des späteren Schaltkreises hindurch belichtet und der belichtete Teil chemisch entfernt. Das ungeschützte Oxid wird weggeätzt, der Fotolack beseitigt. Danach erfolgt die Diffusion, die gezielte Behandlung mit Fremdatomen. Dieser Vorgang wiederholt sich mit den unterschiedlichsten Masken immer und immer wieder, so lange bis alle Schichten auf dem Chip übereinander liegen und ihr Zusammenspiel die gewünschte elektronische Funktion ergibt. Es ist 12 Uhr nachts. Die dritte Schicht nimmt ihre Arbeit auf. Die oxidierten Waferscheiben fahren in den Diffusionsofen, wo sie mit Bohratomen elektronisch gemacht werden. Drei Stunden später. Die Wafer kommen aus dem Ofen zurück. Dank ihrer Behandlung trägt die Siliziumscheibe jetzt Transistoren. Zu Hunderttausenden und winzig klein. Die Reise kann weitergehen. Den nächsten Vorgang nennt man Implantation. Bei ihm werden geladene Partikel, nämlich Ionen, ins Siliziumkristall eingebracht. Wie Opladen auf einem Backblech liegen sie da, wenn sich die Ionenkanone schließt. Von jetzt an stehen die Wafer unter Dauerbeschuss. Geschafft. Aber doch nur wieder ein Schritt, dem noch viele Schritte folgen. Schicht für Schicht legt sich auf diese Weise übereinander. Ein Heer von Mitarbeitern prüft und kontrolliert.
Computer testen die Chips auf Herz und Nieren. Man fühlt sich in eine Forschungsstation auf dem Mond versetzt. Die Schlechten erhalten einen Punkt, der sie gewissermaßen brandmarkt. Nach mehreren chemischen Behandlungen landen die Waver mit ihren Chips bei der elektronischen Akupunktureinrichtung. Die Maschinen sind mit einem schwarzen Tuch verhüllt, da die Chips kein Licht vertragen. Schlüpfen wir also auch unters Tuch. Diese Nadeln sind Testspitzen, die auf dafür vorgesehene Testpunkte fahren und die elektronische Funktion des Chips überprüfen, und zwar automatisch, sofern der Waver am Anfang richtig justiert wurde. Nur wenn der Rand des Wavers ins Bild kommt, sieht man, wie schnell und präzise diese Maschine arbeitet. Jetzt heißt es für die Chip-Geschwister Abschied nehmen. Vielfach auf richtiges Funktionieren geprüft, kann nun jedes einzelne von ihnen seine Aufgabe in einem Computer übernehmen. In dieser Maschine wird der Waver zunächst justiert. Durch Kantenvergleich stellt man fest, ob er richtig sitzt, damit die Präzisionssäge durch die Waver-Oberfläche hindurch das schachbrettartige Chipmuster exakt zerteilen kann. Danach eine ordentliche Wäsche, wie in einer Autowaschanlage. Alle schädlichen Schmutzpartikel werden weggeschrubbt. In dieser Brechmaschine erfolgt nun die endgültige Trennung in Einzelchips. Der gebrandmarkte Ausschuss wird gleich weggeworfen. Die Bekleidung für die Chips liegt schon bereit. Es sind Keramik- oder Plastikgehäuse mit Anschlussbeinchen außen und Kontaktpunkten fürs Chip innen. Das Chip wird in der Mitte festgeklebt, eine Arbeit für zielsichere Hände. Die Nähmaschine der Chipschneiderin wartet schon. Da die Verbindung von Chip und Außenwelt in der Elektroniksprache Bonden heißt, nennt man solche Geräte Bonder. Wie man gut erkennen kann, wird beim Bonden ein hauchdünner Goldfaden von Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt verlegt. Auch hier geht nichts ohne Mikroskop. Kontrollieren ist besser als ein unentdeckter Fehler. Sitzen alle Drähte, steht das Chip noch einmal im Rampenlicht. Bühne frei für eine letzte Sichtkontrolle und einen letzten Test, bevor das Chip in die ewige Dunkelheit eingeschlossen wird. Der Grundstein für ein funktionsfähiges elektronisches Bauelement ist gelegt. Das Schließen des Gehäuses mit der Deckplatte ist die Krönung einer langen Kette von Bearbeitungsschritten. Geschafft. Jedes Chip, denn auch mit Gehäuse behalten diese Bauelemente ihren Namen, bekommt seinen Familienstempel eingebrannt. So wie auch menschliche Geschwister die unterschiedlichsten Charaktereigenschaften aufweisen, unterscheiden sich auch Computerchips. Die einen sind besonders schnell, die anderen leisten bei einer bestimmten Anwendung schier Unglaubliches. Wieder andere verbrauchen weniger Energie und so weiter. Das ist der Grund, warum man sie in diesen Maschinen noch einmal einem Charaktertest unterzieht und nach bestimmten Kriterien sortiert, bevor sie verpackt werden. Die große Reise beginnt. An vielen Orten auf der Welt werden die Chips für den Bau von Computern benötigt.
Der Transport zu einer Commodore-Fertigungsstätte erfolgt so schnell wie möglich mit den jeweils günstigsten Verkehrsmitteln. Die Computerplatinen, das sind Platten, auf denen Chips und andere Bauelemente, wie zum Beispiel Widerstände oder Kondensatoren zusammengebaut werden, bilden die Grundlage eines jeden Computers. So wie das Innere eines Chips bestimmte Funktionen ausführt, führt auch die Computerplatine bestimmte Funktionen aus. Ein Vergleich. Chips sind gewissermaßen Organe wie beim Menschen das Herz, die Nieren oder die Leber. Jedes Organ hat eine andere wichtige Aufgabe zu erfüllen. Der Körper, die Computerplatine, funktioniert nur, wenn alle Organe zusammenwirken. Tun sie das, so kann der Körper als Ganzes selbst wieder im Verbund mit anderen Körpern wichtige Arbeiten verrichten. So arbeiten auch die Computerplatinen mit anderen Baugruppen zusammen. Ein Computer entsteht. Die Reise ging nach Deutschland, genauer gesagt nach Braunschweig. Dort erfolgt der endgültige Zusammenbau der Computer, vom kleinen bis zum großen Gerät. In Braunschweig liegt die Qualität der Commodore-Produkte in den Händen bewährter Arbeiterinnen und Arbeiter. Hier ist gerade wieder eine Sendung Computerplatinen aus dem Commodore-Werk in Hongkong gekommen, das für die Bestückung der Platinen im weltweiten Fertigungsverbund zuständig ist. Der Computer, der daraus entstehen soll, heißt Commodore 64. Sein Gehirn wurde zwar bereits auf einer Leiterplatte zusammengebaut, aber bevor es zu denken beginnt, muss es sich noch einer Generaluntersuchung unterziehen. Funktionieren seine Sinne auch richtig? Farbe, Grafik, Musik und so weiter? Ein Test- und Prüfprogramm gibt Aufschluss. Dann wird das Computergehirn auf seine letzten Feinheiten getrimmt und justiert. Der Computer bekommt seinen Körper. Begleiten wir doch einmal diesen Commodore 64, der sich seine eigene Montage ansieht. Arbeiterin baut Computer für Computer allein zusammen. Qualität aus einer Hand. Für die Frauen ist das eine wesentlich interessantere Arbeit als das Ausführen einiger weniger Handgriffe. Fließbandarbeit gibt es nicht. Und schon wieder wird getestet, diesmal auf Dauerbetrieb. Der Härtetest soll zeigen, ob die Computer auch zu Hause bei den Benutzern über längere Zeit hinweg einwandfrei arbeiten. Aufgereiht in langen Regalen müssen sie beweisen, dass sie Kraft und Ausdauer besitzen. Schlappmacher werden sofort in die Mangel genommen und auf Vordermann gebracht. Aber auch die, die den Härtetest bestanden haben, sind noch nicht aus dem Schneider. Sie müssen sich letzten kosmetischen Eingriffen unterziehen und zeigen, ob sie Vokabeln und Kopfrechnen beherrschen. Auch dafür gibt es eine spezielle Schulaufgabe. Erst wenn auch die gelöst ist, ist die Reifeprüfung geschafft. In der Zwischenzeit werden in anderen Räumen Diskettenstationen zusammengebaut. Ihre Aufgabe ist es, die geistige Arbeit der Computer auf kleinen Magnetplatten aufzuzeichnen. Langsam füllt sich ihr leeres Gehäuse.
Auch hier wird wieder getestet, geprüft, kontrolliert. So lange, bis die Qualität nichts mehr zu wünschen übrig lässt. Made in Germany, Werk Braunschweig. Das bedeutet für die Commodore-Mitarbeiter sichere, zukunftsorientierte, freundliche Arbeitsplätze. Endlich! Der lange Herstellungsweg vom Sandkorn zum Computer ist geschafft. Die nächste Reise ist eine Jungfernfahrt. Mit allen erforderlichen Testzertifikaten ausgestattet und bruchsicher verpackt, gehen unsere Computer auf Braut oder besser auf Kundenschau. Lange kann die Warterei nicht dauern. Millionen von Commodore-Computern stehen inzwischen überall auf der Welt im Dienste ihrer Besitzer, die mit ihnen spielen und lernen, arbeiten und steuern, kontrollieren, schreiben, programmieren und. Wer denkt, wenn er mit diesem Computer arbeitet, noch daran, wie schwierig es war, ihn zur Welt zu bringen? Ein bisschen aber sollte man vielleicht doch noch staunen, welch fantastische Dinge er zustande bringt. Der Weg vom Sandkorn zum Computer ist ein Hürdenlauf. Jedes Gerät, das ihn geschafft hat, kann stolz auf sich sein. Oder besser, sein Besitzer kann stolz darauf sein. Denn es gehört zur großen Familie der Commodore-Computer, die weltweit Maßstäbe setzen. Vor allem aber, die ihren Besitzern viel Freude machen. Commodore. Eine gute Idee nach der anderen. Commodore, der weltweit führende Heimcomputerhersteller, präsentiert die aufregende, kurzweilige und interessante Welt der kleinen Computer für den persönlichen Gebrauch. Viel ist schon über die Heimcomputer geschrieben worden, doch oft entstand ein falsches Bild darüber, was man denn nun wirklich mit den preiswerten Geräten anfangen kann. Viele glauben auch heute immer noch, dass man das Programmieren lernen muss, um mit Computern umgehen zu können. Commodore macht Schluss mit diesem Ammenmärchen. Wir zeigen Ihnen, was wirklich alles in diesen Geräten steckt, ohne dass die geringsten Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden. Das selber Programmieren ist die hohe Schule erst ganz zum Schluss der eigenen Erfahrungen mit Heimcomputern. Sicher sind Sie nun gespannt, was man denn nun wirklich Sinnvolles mit dem Computer anstellen kann. Ach ja, aber stellen wir unsere beiden Stars erst einmal vor. Gestatten VC20. Gestatten Commodore 64. Na nun zeigt mal, was in euch steckt. Die Zuschauer warten schon. Vorhang auf, die Commodore-Show kann beginnen. Sehen wir doch gleich einmal nach, ob heute ein guter Tag ist. Der für jeden persönlich berechnete Biorhythmus macht's möglich. Körper, Geist und Seele auf dem Prüfstand. Und wie sieht's in der Haushaltskasse aus? Na, so übel ist das gar nicht. Der Computer sagt sogar ganz deutlich, dass noch einmal fein essen gehen im Monatsbudget drin ist. Die Haushaltsplanung wird damit kinderleicht. Ganz nebenbei, damit sich die Fettpölsterchen in Grenzen halten, hilft der Commodore-Computer mit einem Diätprogramm. Schlank bleiben mit Computerhilfe. Sage einer, lernen mache keinen Spaß. Sogar das Büffeln von Mathematik, Biologie und Chemie wird zum aufregenden Abenteuer. Der Heimcomputer macht's möglich. Damit die Kleinsten fit für die Schule und fürs Leben werden, können sie spielerisch Vorschulübungen machen. Sie brauchen sich dann keine Sorgen um ihren zukünftigen Beruf zu machen. Der Umgang mit dem Computer ist für sie dann genauso selbstverständlich wie der mit Baukästen, Lineal und Bleistift. Aber glauben Sie ja nicht, die Beschäftigung mit Heimcomputern sei eine Kinderei. Auch die Erwachsenen können ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen und sich ganz nebenbei einen beruflichen Vorteil sichern.
Wer viel schreiben muss oder viele Briefe an Freunde, Verwandte und sonstige Zeitgenossen sendet, dem hilft der Computer als der perfekte Sekretär. Das Ergebnis sieht nicht nur aus wie gedruckt, es ist auch gedruckt. Eine Reihe von Zusatzgeräten machen nämlich aus dem Computer ein Universalgenie. Wer wollte nicht schon immer wissen, ob er sich ein Häuschen leisten kann und welche Bank die günstigsten Kredite auf die Laufzeit gesehen bietet? Der Computer gibt Auskunft. Kalkulationsprogramme sagen ganz deutlich, was wäre, wenn. Und wer zu faul zum Suchen ist, Aktenschränke nicht mag und wem die Karteikästen und der Zettelkram nicht mehr passen, für den räumt der Computer auf. Dateiverwaltung oder Multidata heißt die große Ordnung mit Hilfe des Computers. Aber das ist noch längst nicht alles, was so ein Heimcomputer kann. Nun sind Sie auf den Geschmack gekommen? Zu kompliziert, meinen Sie? Keineswegs. Sie werden es gleich selbst sehen. Fangen wir von vorne an, Schritt für Schritt. Sie haben gerade erlebt, dass alle Beispiele auf einem Bildschirm zu sehen waren. Das war nicht etwa ein spezieller Computer-Datenbildschirm, sondern ein ganz normales, handelsübliches Fernsehgerät. Irgendwo muss man ja mitverfolgen können, was der Computer macht. Er wird verkabelt, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, und dann eingeschaltet. Wenn dieses oder dieses Bild zu sehen ist, abhängig davon, welchen Computer Sie in Betrieb haben, kann es eigentlich losgehen. Womit? Gute Frage. Am einfachsten gelingt der Einstieg ins Computerleben, wenn man die Sache spielerisch auffasst. Eine reichhaltige Auswahl von Spielen macht die Wahl zur Qual. Es sind zum Teil Videospiele, die schon große Erfolge in Spielautomaten gefeiert haben und zu Hause gemütlich im Sessel für noch mehr Spaß sorgen. Und so wird's gemacht. Das Gerät ist ausgeschaltet und das Spielmodul wird in diesen Schlitz hinten im Computer gesteckt. Hauptschalter ein und schon meldet sich das Spiel. Vorausgesetzt, das Fernsehgerät wurde auf den richtigen Kanal abgestimmt und ist ebenfalls eingeschaltet. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, es müssen irgendwelche Tasten zur Bedienung gedrückt werden. Bei manchen Spielen stimmt das auch, die meisten verwenden jedoch solche Joysticks. Mit dem Hebel können Bewegungen nach oben, unten, links und rechts ausgeführt werden, je nachdem, was das Spielgeschehen auf dem Bildschirm verlangt. Wenn zu zweit gespielt wird, hat jeder Mitspieler einen solchen Joystick. Der Anschluss dafür befindet sich auf der rechten Geräteseite. Jetzt kann es aber wirklich losgehen. Hören Sie den Sound und sehen Sie die Grafik. Da kommt Freude auf. Dieses private Fernsehprogramm erweckt den Bildschirm zu völlig neuem Leben. Der bunte Bilderbogen macht so richtig Appetit, selbst einmal den Joystick in die Hand zu nehmen, nicht wahr? Es gibt auch Spiele, bei denen die Bewegungsrichtung der Akteure nur von links nach rechts und umgekehrt geht. Diese hier zum Beispiel, Clowns oder Kickman. Die bedient man am schnellsten mit solchen Reglern, die Paddle genannt werden und in die gleichen Buchsen gesteckt werden wie Joysticks. Die sorgen dann auch für verdammt hohe Punktzahlen. Ganz nebenbei bemerkt, sind die Commodore-Computer auch ausgezeichnete Schachpartner. Wenn Sie noch kein Schachspieler sind, lernen Sie es mit Sargon-Schach spielend. Na und wenn Sie schon einer sind, werden Sie sich ganz schön anstrengen müssen, dass Sie Ihren Computer schlagen. Bleibt nur noch die Tastatur bei den Spielen zu erwähnen. Manche kommen, wie gesagt, ohne Joystick oder Paddle-Regler aus. Die Bewegung wird dann mit bestimmten Tasten erzeugt. Sehen Sie sich nur dieses Rennen an. Spiele werden aber nicht nur als Steckmodul angeboten, sondern auch auf Kompaktkassetten, die Sie normalerweise nur als Musikkassetten kennen. Wie kommt so ein Spiel nun aber in den Computer? Ganz einfach, mit einem Kassettenrekorder. Datasette 1530
als dieses Commodore-Gerät, das genau auf die Erfordernisse der Computer abgestimmt ist. Die Anschaffung lohnt sich allemal, denn irgendwann wollen Sie auch selbst Ihre eigenen Daten oder Programme irgendwo abspeichern. Die Datasette ist genau das, was Sie dann brauchen. Solche Programme, bei denen eigene Daten abgespeichert werden, zeigen wir Ihnen gleich. Zu Computerzusatzgeräten sagt man übrigens auch Peripheriegeräte, weil sie sich eben an der Peripherie um den Computer scharen. Solch eine Datasette ist für viele Computeranwender das erste Peripheriegerät, das sie sich zum Grundgerät anschaffen. Eine völlig neue Welt von Computeranwendungen kann man sich damit erschließen. Der Anschluss ist genauso kinderleicht wie der vom Fernsehgerät. Das mitgelieferte Kabel wird einfach in diese Buchse gesteckt. Durch Druck auf diese Taste wird die Kassetteneinheit aktiviert. Wenn Sie ein fertiges Programm laden und benutzen wollen, beispielsweise ein Spiel, müssen Sie es dem Computer ja irgendwie mitteilen. Dafür wird die Tastatur benutzt. In seinem Gehirn hat der Computer gespeichert, dass er sich ein Programm von der Kassette holt, wenn man Load eingibt und die Eingabe mit Druck auf die Taste Return bestätigt. Genauso sendet er Daten auf die Kassette, wenn er vom Benutzer Save und Return erfährt. Laden wir doch einfach einmal ein Spiel von der Datasette. Load und Return. Der Computer sagt, was als nächstes zu tun ist, nämlich den Recorder auf Play einzustellen. Nun sucht er das Programm, übernimmt es in seinen Speicher und sagt Ready über den Bildschirm, wenn er damit fertig ist. Lassen wir das Programm laufen und geben dazu Run ein. Die Bestätigung erfolgt wieder über die Return-Taste. Heißa, es kann losgehen. Schnell ein Wort im Vorgriff. Wenn man selbst Dateien oder mehrere Programme auf einer Kassette abspeichern will, bekommt jede einen Namen. Genau wie ein Taxifahrer wissen muss, wen er nun abholen oder bringen soll, muss auch der Computer wissen, wie der Name seines Fahrgastes des Programms lautet. Der genaue Auftrag lautet also Load, Name des Programms oder seines Symbols, wobei der Name zwischen Anführungszeichen stehen muss. Gibt man keinen Namen zusammen mit dem Load-Befehl ein, holt sich der Computer einfach das erste Programm, das er auf der Kassette findet. Welch urige Geräusche die Commodore-Computer zustande bringen, haben Sie ja schon bei den Spielbeispielen gehört. Dass in diesem Gehäuse aber eine regelrechte Musikmaschine versteckt ist, hätten Sie sich aber nicht träumen lassen, stimmt's? Mit diesem Programm holen Sie sich die geballte Musikkraft der Commodore-Computer und sogar ein Schlagzeug ins Haus. Ihrer Karriere als Komponist steht nun nichts mehr im Weg. Sie können auch versuchen, eigene Geräusche zu kreieren. Vielleicht sucht man beim Film noch Geräuschemacher. Aber Jux beiseite. Wer seine ersten kreativen Computerversuche mit den reinen Freizeitprogrammen absolviert hat, kommt automatisch auf den Geschmack, Angenehmes mit dem Nützlichen zu verbinden. Commodore hat da eine wahre Fundgrube an Programmen, die nicht nur Spaß machen, sondern einen solchen Wissensvorsprung bringen, der ohne einen persönlichen Computer nie möglich wäre. Vielleicht sind Sie vorhin bei dem Biorhythmus-Programm schon neugierig geworden. Mit diesem Programm wird es Ihnen nicht mehr passieren, dass Sie wichtige Termine auf einen kritischen Tag legen, an dem Sie nicht ganz auf Draht sind. An den Tagen, an denen die sinusförmigen Linien der Geisteskraft, körperlichen Leistungsfähigkeit und Gefühlszustand die Achse kreuzen, wird's kritisch. Dann heißt es aufgepasst. Man steht sich selbst im Wege. Wie intelligent sind Sie eigentlich? Haben Sie schon einmal einen Intelligenztest gemacht und sich hinterher die Haare gerauft, weil Sie sich nicht genügend konzentriert haben und nun ziemlich dumm dastehen? Mit dem Commodore-Intelligenztest passiert das auf keinen Fall. Den können Sie völlig unbeobachtet absolvieren. Es sei denn, Ihre Einstein-Fähigkeiten sollen unbedingt an die Öffentlichkeit gelangen. Wer kennt nicht die Büffelei bei Mathematik, Biologie oder Chemie? Wer denkt nicht mit Grausen an seine eigene Schulzeit zurück?
dass selbst aus solch trockenen Stoffen eine recht saftige und spannende Unterhaltung mit nützlichem Nebeneffekt gemacht werden kann, beweisen die Commodore-Privatlehrer auf Anhieb. Da werden auch die Faulen fleißig, wenn es beim Computerquiz um die richtigen Antworten geht. Was bei manchem Lehrer in der Schule einfach langweilig ist, gestaltet der Heimcomputer auf einmal zum begehrten Studienobjekt. Und außerdem ist er geduldig, verteilt keine schlechten Noten, ist nie schlecht aufgelegt oder gehässig. Ein idealer Lehrer. Kopfrechnen als Wettkampf. Und da sagen die Leute immer, Computer schaffen das Denken ab. Im Gegenteil. Der geistige Fitnesstrainer sorgt dafür, dass die kleinen grauen Gehirnzellen mit Hochdruck arbeiten können. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen. Auch für die kleinen angehenden ABC-Schützen gibt es ein spielerisches Lehrprogramm, das ihnen nicht nur Spaß macht, sondern sie auf eine ideale Weise mit der Informationsgesellschaft der Zukunft vertraut macht. Angst vor dem Computer haben Kinder zwar ohnehin nicht. Ein solcher Einstieg bietet aber die Garantie dafür, dass der Grundstein für ein erfolgreiches Schul- und späteres Berufsleben gelegt wird. Eltern sorgen mit einem solchen Hinführen an die Technik, dass es ihre Sprösslinge im Leben einfacher haben werden. Je umfangreicher ihre eigenen Arbeiten mit dem Computer werden, je mehr Spaß ihnen die Computerei macht, umso mehr werden sie darauf scharf, ihr System zu erweitern. Commodore hat da glänzend vorgesorgt. Sehen Sie sich dieses Peripheriegerät an. Es ist die Krönung der externen Speicher. Der Name? Diskettenstation oder Diskettenlaufwerk, auch Floppy-Disk-Laufwerk genannt. Im Prinzip dient es genau dem gleichen Zweck wie die Datasette. Programme in den Computer zu laden, eigene Daten abzuspeichern und wieder einzuladen, selbst erstellte Programme abzuspeichern und wieder einzuladen. Alles, was man mit dem Kassettenrekorder machen kann, geht auch mit der Diskettenstation. Was soll also dieses Zusatzgerät? Der Unterschied der beiden Massenspeichersysteme ist schnell erklärt. Es ist der gleiche wie zwischen Schallplatte und Kompaktmusikkassette. Genau wie man den Tonarm des Schallplattenspielers schnell an einer gewünschten Stelle aufsetzen kann, ohne alle anderen Stücke vorher anhören zu müssen, beziehungsweise ohne das Band lange Zeit vorzuspulen, geschieht es auch bei der Diskettenstation, in die kleine Datenplatten, die Disketten, eingeschoben werden. Um ein Programm auf Diskette in den Computer zu laden, dauert es Sekunden. Das gleiche Programm auf Kassette dauert Minuten. Dazu kommt noch der gravierende Unterschied, dass wesentlich mehr Daten als auf einer Kassette abgespeichert werden können. Wer also professionell mit dem Computer arbeiten will, wird sich mit Sicherheit eine solche Diskettenstation kaufen oder gleich mehrere. Mit jedem zusätzlichen Laufwerk erhöht sich die Leistungsfähigkeit des Computers beträchtlich, jeweils um etwa 175.000 Bytes, was auch etwa 175.000 Zeichen entspricht. Anders ausgedrückt heißt das, dass man etwa 73 Schreibmaschinenseiten Text auf einmal auf eine einzige Diskette speichern kann. Wird die Diskette dann herausgenommen und eine neue, leere Diskette eingeschoben, lässt sich wieder die gleiche Menge Text abspeichern. Auch dieses Peripheriegerät ist leicht anzuschließen. Der Computer wird ausgeschaltet und die Diskettenstation nahe am Computer aufgestellt. Das mitgelieferte Kabel wird hier am Computer und an dieser Buchse auf der Rückseite des Laufwerks angeschlossen. Durch Öffnen dieser Klappe kann man prüfen, ob sich noch eine Diskette im Laufwerk befindet. Nichts drin? Okay. Jetzt den Computer einschalten. Nun erst die Diskettenstation. Beide Leuchtanzeigen sind eingeschaltet. Nach einer Sekunde verlischt die rote. Die grüne leuchtet weiter und zeigt damit an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Na, dann laden wir halt mal ein Programm ein. Ein Programm, das den Computer zu ihrem Privatsekretär macht. Damit der Computer wieder weiß, was er zu tun hat, geben wir ihm den bekannten Befehl Load in Verbindung mit dem Programmsymbol Stern in der Mitte von zwei Anführungszeichen ein. Nun weiß er aber noch nicht, dass er das Programm von einer Diskette und nicht von einer Kassette herholen soll. Daher ein Komma und die 8. Diese Ziffer kennzeichnet die Diskettenstation, sozusagen die Hausnummer des Peripheriegeräts. Er sucht, findet und zeigt an, dass er das Programm lädt. Ready. Er hat alles gelesen und eingeladen. Mit dem Befehl Run
und Bestätigung mit Return wird das Programm gestartet. Es ist ein Textverarbeitungsprogramm, mit dem Briefe oder alle möglichen anderen Schriftstücke erzeugt werden können. Durch verschiedene Befehle können solche Dokumente beliebig bearbeitet werden, Einfügungen und so weiter. Will man den Text abspeichern, wird die Programmdiskette aus dem Fach genommen und eine leere Diskette für die Aufnahme der Daten, also des Schriftstücks, hineingeschoben. Aber halt! Neue Disketten kann man nicht so ohne weiteres verwenden. Sie sind nämlich im Zustand eines Rohbaus. Der Computer weiß nicht, in welches Stockwerk oder an welcher Stelle er die Daten hinlegen soll. Erst muss der Rohbau in Stockwerke, Apartments und Zimmer eingeteilt werden, damit der Computer den festen Datenwohnsitz kennt und wiederfindet. Bei der Diskette heißen solche Einteilungen Spuren, Sektoren und Blöcke. Der Vorgang der Einteilung heißt Initialisierung. Manche Leute sagen auch Formatierung dazu. Diese Initialisierung geschieht automatisch. Sollten aber schon andere Daten auf der Diskette sein, die das Laufwerk nicht versteht, werden die automatisch gelöscht. Erst wenn die Initialisierung beendet ist, können die gewünschten Daten auf der Diskette abgespeichert werden. Unser Text befindet sich nun auf dieser Magnetplatte, die ohne Schutzhülle übrigens so aussieht. Was man mit dem Textverarbeitungsprogramm alles machen kann, wird schon im sogenannten Menü deutlich. Durch Eingabe des jeweiligen Anfangsbuchstaben und Bestätigung mit der Return-Taste wird die gewünschte Funktion ausgelöst, wenn das nicht anwendungsfreundlich ist. Ganze Bücher können mit diesem Programm geschrieben und gespeichert werden. Änderungen und Verbesserungen sind ein Kinderspiel. Durch den Befehl A wird jedes abgespeicherte Dokument wieder auf den Bildschirm geholt. Wer noch etwas unsicher mit der Schreibmaschinentastatur ist, kann ja den Schreibmaschinenkurs absolvieren. Auch hier leistet der Computer unschätzbare Dienste. Aus dem Zwei-Finger-Adler-Suchsystem wird in kürzester Zeit ein Zehn-Finger-Geknattere. Aber nicht nur zum Schreiben ist unser Privatsekretär gut. Er ist auch ein exzellenter Dateiverwalter. Ob das Adressen und Telefonnummern, Geburtstage von Freunden, Verwandten, Geschäftspartnern usw. sind, oder aber elektronische Karteikästen, die der Computer selbstständig sortiert und wo er auch alles alleine wieder heraussucht. Es gibt kein Verwaltungsproblem, vor dem er kapitulieren müsste. Der Nutzer kann bequem und zu faul zum Suchen sein. Der Computer arbeitet für ihn. Ganze Vereine kann der schlaue Computer verwalten. Bei Vereinsmeisterschaften leistet der Commodore-Computer eine Menge. Die blitzschnelle Ergebnisauswertung macht ihn zum eigentlichen Champion. Lagerhaltung, früher mit einem unübersichtlichen Papierwust verbunden, wird zu einer sauber aufgeräumten Computerdatei. Schreiber und Verwalter kann also ein solcher persönlicher Computer sein. Aber er hat auch noch eine andere Stärke, die Kalkulation. Hat der Benutzer erst einmal definiert, was der Computer alles rechnen und kalkulieren soll, genügt die Eingabe eines einzigen geänderten Wertes und auf dem Bildschirm kann man mitverfolgen, welche Werte sich als Folge der Änderung ebenfalls mitändern. Ob das beispielsweise die Erhöhung einer bestimmten Steuer, die Änderung der Benzinpreise, die Änderung von Zinsen und so weiter sind. Die ganze Rechnung wird neu gemacht und die Auswirkungen können auf einen Blick registriert werden. Sehen Sie selbst die Beispiele. Natürlich genügt es Ihnen nicht, alle Schriftstücke, alle Dateien und alle Kalkulationen nur auf dem Bildschirm zu betrachten. Sie wollen das Ganze ja auch zum Mitnehmen auf Papier haben. Klar. Aber keine Sorge. Auch dafür hat Commodore das Richtige. Diesen Drucker 1526 beispielsweise, der in kürzester Zeit alles, was Sie gespeichert haben, in Schönschrift ausdruckt. Er wird einfach in Reihe zu den anderen Peripheriegeräten geschaltet.
mit diesem Kabel. Durch einfache Befehle wird er zum Laufen gebracht. Verschiedene Schriftarten sind seine große Spezialität. Damit ist er jeder Schreibmaschine überlegen. Sehen Sie selbst, was er alles kann. Durch Drücken dieses Knopfes beim Einschalten wird seine Funktion getestet. Auch grafisch kann er also eine Menge. Laden wir noch einmal das Textverarbeitungsprogramm, holen uns die Datei von vorhin und lassen sie vom Printer ausdrucken. Hervorragend! Verwendet wird entweder solches Druckerpapier mit Randführung oder aber normales Schreibmaschinenpapier. Wer seiner künstlerischen Ader freien Lauf lassen will, wer Spaß an Konstruktion hat oder mathematische Kurven sichtbar machen will, ist mit diesem Printer Plotter 1520 gut bedient. Angeschlossen wird er genauso wie sein großer Bruder. Jetzt wird das Computerspektakel aber farbig. Commodore lässt keine Wünsche offen. Der Computerhorizont wird nahezu endlos. Bis jetzt haben Sie nur bereits fix und fertige Computerprogramme im Beispiel gesehen und Sie werden sicher zugeben, dass es eine Menge nützlicher Dinge gibt, die man mit einem solchen Computer erledigen kann. Den richtigen Enthusiasten ist das aber immer noch zu wenig. Die wollen selbst programmieren. Sollen sie. Denn in den Commodore-Computern ist eine internationale Sprache der Programmierer eingebaut, deren Namen Sie immer dann sehen, wenn Sie den Computer einschalten. BASIC. Es ist eine leicht erlernbare Programmiersprache. Nicht umsonst hat sie sich auf der ganzen Welt durchgesetzt. Wir können in diesem Film nun nicht gleich einen kompletten Programmierkurs unterbringen. Aber sehen Sie sich einmal einige Programmierbeispiele an, damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, wie solche BASIC-Programme aussehen. So sieht also ein Computerprogramm auf Papier geschrieben aus. Die Zahlen zu Beginn jeder Zeile sagen dem Computer, in welcher Reihenfolge er das Programm Schritt für Schritt abarbeiten soll. In jeder Zeile stehen Befehle, die ihm sagen, was er tun soll. Solche Befehle sind beispielsweise Print. Der Computer soll etwas auf den Bildschirm schreiben. Oder Go to. Er soll im Programm in eine bestimmte Zeile springen. Ein Programm in dieser Form dargestellt, nennt man auch Listing. In den mitgelieferten Handbüchern finden Sie eine Menge solcher Listings, die Sie in den Computer eingeben können. Nach jeder Zeile, die eingegeben wird, muss Return gedrückt werden. Wenn das ganze Programm eingegeben wurde, geben Sie Run und Return ein und schon läuft das Programm. Es kann ein Spiel sein, ein Frage- und Antwortquiz, ein Musikprogramm oder Grafik, aber auch mathematische Formeln, was immer Sie gerade tun wollen. Solange der Computer eingeschaltet ist, behält er das Programm im Speicher. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten ist der Programmspeicher gelöscht und kann ein neues Programm einladen. Das ist auch der Grund, warum man solche Speichermedien wie Diskettenstation oder Kassettenrekorder verwendet. Die Programme und Daten bleiben darauf erhalten und gesichert, bis man sie wieder braucht und neu einlädt. Durch den Save-Befehl werden also persönliche Daten oder Schriftstücke, aber auch Programme gesichert, die Sie entweder selbst entworfen oder aus irgendwelchen Beispielsammlungen entnommen haben. Sie können sich vorstellen, wie umfangreich solche fertigen Programme wie CalcResult oder Textverarbeitungsprogramme sein müssen, damit sie so bequem zu bedienen sind, wie Sie es vorhin gesehen haben. Die hohe Schule des Computers ist eben das Schreiben von Programmen. Wenn Sie sich dran wagen wollen, gibt es eine Reihe von Hilfsmitteln, die Sie sinnvoll zum Lernen einsetzen können. Diesen Lehrgang von Christiani beispielsweise, der in methodisch aufgebauten Lektionen die ersten Gehversuche zum befriedigenden Erfolgserlebnis macht. Eine Tonbandkassette zur Einführung erleichtert den Einstieg zusätzlich. Nach den 3 Lektionen ist aus jedem Computerneuling ein perfekter Programmierer geworden. Wenn Sie sehen, wie viele Bücher es inzwischen über die Commodore-Computer gibt, wird Ihnen klar, warum Commodore als Marktführer bezeichnet wird. Umfassender wird über keine anderen Computer informiert. Noch nie hat Selbststudium so viel Freude gemacht. Kinder lernen das Leben mit dem Computer spielerisch. Daneben bieten auch Zeitschriften eine Menge Informationen. Sie können auch den eingebauten Musiksynthesizer anzapfen. So sieht ein Beispiel für ein Musikprogramm aus. Durch den Befehl List wird es vom Computer auf den Bildschirm geschrieben. Hören Sie, wie es klingt.
Das hier ist ein Grafikprogramm. Ihren künstlerischen Ambitionen werden von unseren Computern keine Grenzen gesetzt. Die wahren Könner möchten dann sicher noch umfangreichere Programme gestalten. Mit Simons Basic steht ein erweiterter Befehlswortschatz von mehr als 100 zusätzlichen Basic-Befehlen zur Verfügung. Die Erzeugung von Grafik wird damit zu einem Genuss. Daneben gibt es eine Reihe von nützlichen Zubehörartikeln, die das Heimcomputersystem erweitern oder sinnvoll ergänzen. Beispielsweise diese Modulbox, die den VC20 auf 6 Modulsteckplätze erweitert und damit zu einem kompakten Tischcomputer macht. Wer nicht immer auf das Fernsehgerät zurückgreifen will und außerdem eine bessere Bildschirmdarstellung möchte, kann diesen Farbmonitor verwenden, der gestochen scharfe Grafik und satte Farben bringt. Sogenannte Interfaces wie diese RS-232C-Schnittstelle, auch V24 genannt, oder die RS-232C-TTY-Schnittstelle, auch 20mA-Schnittstelle genannt, dienen zum genormten Datenaustausch mit anderen Computern oder Geräten. Diese Programmierhilfe verwenden ausgefuchste Programmierer, um sich die Arbeit zu erleichtern. Genau wie bei der Maschinensprache, auf weniger Speicherplatz im Computer lassen sich damit größere Programme unterbringen. Der Grund? Es wird nicht im Basic programmiert, eine Sprache, die der Computer erst für sich übersetzen muss, sondern gleich die computereigene Sprache. Der eingebaute Dolmetscher, der auch Interpreter genannt wird, wird damit umgangen. Mit dem CPM-Betriebssystem wird zusätzliche und weit verbreitete Software erschlossen. Dieses System ist auch bei großen Tischcomputern weit verbreitet und damit gibt es eine Riesenauswahl von professionellen Programmen, die den kleinen Privatcomputern zugänglich werden. Im Büro können mit dem Mehrfachbenutzersystem bis zu 8 Commodore 64 mit einem oder mehreren Peripheriegeräten zusammengeschaltet werden, um zum Beispiel einen Drucker gemeinsam zu benutzen. Sie sehen, wer erst einmal voll einsteigt, dem steht ein Eldorado an Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. Aus dem kleinen Heimcomputer kann so nach und nach ein voll ausgebautes Computersystem entstehen, das keine Wünsche mehr offen lässt. Steigen Sie ein, bevor der Zug ohne Sie abfährt. Commodore, damit haben Sie die Sicherheit eines großen Namens und die Power des Marktführers. Dazu kommt die deutsche Qualitätsarbeit des Werks in Braunschweig. Ihr Einstieg in das Computerzeitalter wird von Commodore so einfach wie möglich gemacht. Sie haben es selbst gesehen. Der Name, der für Computer-Know-how schlechthin steht. Commodore. Eine gute Idee nach der anderen.